Ja, Moritz, gerade Short Race als Vorbelastung, da bist du Zweiter geworden. Wie siehst du das Rennen in Hinsicht auf morgen? Ja, das war natürlich eine super Vorbelastung. Mal ein bisschen die Beine freigefahren, hat riesen Spaß gemacht. Und ja, morgen gucken wir mal. Also ich fühle mich eigentlich gut und da schauen wir mal, wie es geht. Hat dich das gerade gewurmt, dass du im Sprint um ein paar Hundertstel oder Tausendstel waren es ja wohl eher verloren hast? Ja, so ist es halt. Aber nee, schon okay. Also der Karl hat früh den Sprint angezogen. Ich war in Position 3 und bin dann halt nicht mehr zu spät halt hingekommen und hab dann noch versucht vorbeizufahren, aber hat leider nicht mehr ganz gereicht. Wie siehst du das Rennen morgen? Du wirst ja von allen auf den Favoritenthron gehoben. Wie siehst du selber deine Rolle? Ja, also ich sehe mich jetzt ja nicht unbedingt als Favorit. Ich bin Cross-Country-Fahrer. Das ist ein Marathon morgen. Aber ich habe im Moment gute Form und ja, ich muss halt einfach mal gucken, wie es mir so nach 3 Stunden geht noch. Wie wirst du das Rennen morgen angehen? Hast du da eine bestimmte Taktik oder lässt du es einfach auf dich zukommen? Nee, ich hab keine Taktik. Ich gucke einfach, wann das die anderen machen und dann reagiere ich oder ja, einfach abwarten. Ein Wort vielleicht von dir noch zur Strecke. Es sollen ja sehr viele Rampen drin sein. Liegt dir das? Wo siehst du die entscheidenden Kriterien? Ja, also als Cross-Country-Fahrer liegen mir natürlich so kurze Rampen und das ständige Bergauf, Bergab. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht ein Ausschaltungsfahren gibt. Wenn natürlich am Anfang richtig schnell gefahren wird, dass vielleicht eine kleinere Gruppe weg ist. Ich weiß es nicht, ich habe mir die Strecke nicht angeguckt, aber entweder so oder so. Alles klar, lassen wir uns überraschen und wir wünschen dir viel Glück für morgen. Dankeschön. Danke.